David Asenbeeren, herzlich willkommen zum American Truck Simulator Multiplayer. Ja, der Chaos Convoy startet hier aus dem American Truck Simulator 2 bekannt. Ich stehe ganz vorne mit meinem Truck und ich stelle euch jetzt mal kurz vor, wer heute dabei ist beim ersten Treffen. Einmal der Rock Talks. Hallöchen! Warum hast du eine deutsche Flagge? Weil es cool aussah. Weil Österreich zu Deutschland gehört, ne? Naja. Ist so in der Art. So, Spielbier. Moinse. Genau, dann haben wir hier die Frau, die alles kann, Trinity. Hallo. Ja, im Gegensatz zu guten LP, der gar nichts kann, kann sich nicht mal einen Auflieger holen. Nö, das geht nicht. Kaputt, Auflieger. Und dann haben wir hier noch den Trainsar, den Erik. Yes, baby. So. Kurz zur Information auch für meine Mitkollegin, wo es hingeht. Ich schaue gerade nochmal, ich glaube, es geht nach Bakersfield. Genau, Bakersfield. Ich habe Kleidung nach Bakersfield. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der läuft. Wir haben es vorher nicht ausprobiert, wir nehmen einfach volles Risiko und jetzt ist da erstmal die Ampel rot. Und ihr wisst alle, das Ach, aber rechts darf ich ja wieder abbiegen eventuell, ne? Ja, vielleicht. Versuchen wir es einfach. Eventuell. Wenn wir Chaos-Konvoi machen, ist prinzipiell Nacht und es ist, kommt prinzipiell ein Update. Ja. Also wir sind jetzt hier in Las Vegas, da ist ja nie Nacht. Ich habe jetzt auch nichts bezahlen müssen, also das ging. Las Vegas ist in der Nacht doch eh schöner. Ja, stimmt. Blackjack und Nutten. So, und was noch zu sagen wäre, was neu ist offensichtlich, ist, dass man die Mitspieler auf der Map sieht und Steam-Freunde da sogar in grün, ne? Richtig? Ja, das ist echt eine coole Sache. Heißt, irgendwen von uns habe ich nicht auf Steam. Ich glaube, das ist Guten. Wer ist Vorletzter? Ja, den Guten habe ich auch nicht auf Steam. Guten, du musst uns mal adden. Ich glaube, ich habe niemanden auf Steam. Auf Steam nie. Guten hat null Freunde. Jetzt hat man erstmal versucht, aus der Stadt rauszukommen, ja? Heil. Lass mal raus und, hier. Wie war das? Ist ja Transrapid, geil. Und doch nicht der Transrapid. Das ist nur die Einschienenbahn. Monorail! Sieht aus wie der Transrapid. Der Transrapid fährt nur in China. Sieht aus wie der ICE auf Speed. Wer kennt jetzt das Lied von den Simpsons, Monorail? Aus ja, das kenne ich noch. Monorail! So, dann haben ja auch theoretisch keine Cops, die einem ständig hinten am Rockzipfel hängen und uns wegen zwei Meilen zu viel gleich mal $1,000 auf rum. Ich gehe immer, also wenn ich spiele, ich gehe da immer auf Polizeijagd und nehme die auf die Hörner mit dem LKW, ist lustig. Was viel schlimmer ist, du hast den Trainsar hinter dir. Das ist die Scheiße. Wir werden alle sterben. Pass auf, ihr wisst schon, Trinity frisst gern LKWs. Ja, genau. Aus dem ETS gern. Was, ich fresse gerne LKWs? Vielleicht ist es ja so, dass wenn man rechts abbiegt, vielleicht muss man erst stehen bleiben oder so, kann das sein? Ja, möglicherweise. Möglicherweise, unter Umständen möglicherweise vielleicht. ja, wir werden es so machen, dass auch die Kollegen dann mal überholen, ne? Nicht, dass alles irgendwo mir leer ist. Und ich würde sagen, ich mache heute mal so, ich werde jetzt einfach mal einem das Wort erteilen und wir machen bei der ersten Tour das Thema, wie findest du den American Truck Simulator? Wer ist denn ganz hinten gerade? Ich. Der Erik ist wieder mal der Letzte. Ja, wie in der Schule. Ich bin der Letzte. Ich bin das Letzte. Autsch! Aua! 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 Was macht ihr denn? Mein schöner, niegelnagelneuer Truck. Ich habe ihn auch gerade erst gekauft quasi. Menno! Vielleicht hätte ich aber sollen bei Grün. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Boah, da ist die Pyramide da, dieses, wie heißt das, das Casino? Ganz frisch hier. Ja. Oh! Der Rotz liegt. Ich kann nicht bremsen. Was macht ihr? Ich glaube, ich bleib einfach vorne. Könnt ihr mal bitte schubsen? Nee, das habe ich schon hinter mir. Ich habe hier ein kleines Problem. Also ich höre es immer scheppern und ich merke auch, dass mir jemand draufbrennt. Trainsar, schubst dich mal. Hier geht ja nichts. Ja, was, ich schub dich mal. Alter Mann, liegt wie eine Schildkröte am Boden. Mein Truck sagt mir Visit Service. Tja, Ja. Dann müssen wir das aber vertagen. Wenn wir angekommen sind, ist das erlaubt. Vorher nicht. Was gibt es jetzt hier? Gruppensex, oder? Rocktops, dann lass dich zurückschicken und dann. Ach Mann, wir waren das jetzt.
Also du bist vorne aufgedötzt und ich bin in dich eingedötzt. Und dann ja, bist du umgefallen. Das hat man gemerkt. Dann gab's Doppeldötz. Ich fahre dich schon wieder hinterher. Ich glaube, ich bleib hinten und mit 3 Kilometer Abstand. Ja, das ist eine gute Idee. Der hat mich ja ein bisschen auf die Hörner genommen, umgeworfen. Ja, das tut mir leid. Ja, ja. Das tut mir sehr leid. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin irgendwo. Der Spielball ist ja auch so ein Dino, der nimmt ja alle gerne auf die Hörner. Ich glaube, meine letzten paar tausend Dollar gehen wegen roten Ampeln drauf. Ey, meine Fresse, das sind ja vierspurige, das ist ja Wahnsinn. Ja, was seid ihr denn? Ich dachte mir auch schon so vierspurig, was ihr werdet hier bei mir nicht auf der Karte angezeigt, das ist ganz lustig. Wir sind schon zu weit weg vielleicht. Wahrscheinlich. Wo seid ihr ungefähr? Bei Casino. Genau. Das ist sehr hilfreich in Las Vegas. Das ist hilfreich in Las Vegas. Richtung was? Ulm oder so. Warte. Achso, ich kann ja während der Ding die Karte nicht aufrufen. Wir sind gerade auf der Auffahrt auf den Highway. Ja, soll ich vielleicht... 15 oder 93? Warte, wir fahren auf die 15. Richtung Geisburg. Unten, nach unten. Richtung Prim, okay, ja, das wollte ich wissen. Oh Mann, ey, Jungs. Ja, soll ich jetzt warten oder was? Oder nee, ja, wir fahren. Ganz nicht, nett. Ja, ich kann bloß jetzt nicht. Jetzt bin ich direkt in der Einfahrt da. Nehmen ja, wir mal halt noch auf der Autobahn. Ein bisschen sehr langsam, dass Rocktox aufholen kann. Streifen. Dann warten wir einfach auf dem. Genau, der Rocktox-Streifen. Das haben nicht meine Zuschauer in den Livestream schon gesagt. Standstreifen gehört nur Rocktox, es ist der Rocktox-Streifen. Ja, wir müssen ein bisschen uns noch dran gewöhnen wieder, ne? Multiplayer, dass wir nicht alle durcheinander labern. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt Motorfehlfunktionen, also oh mein. Hinter mir. Ich habe schon repariert. Okay, danke für die Warnung. Ja, nur so zu. Oh, muss ich einmal finden, ey. Wir machen jetzt auch You've ganz langsam. Entered into the city. Muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Ich werde noch ein Stück vorfahren. Ja, damit wir alle reinpassen, ne? Leaving Las Vegas. Ich bin jetzt ich bin raus. Elvis has left the building. Yes. So, dann stelle ich mich jetzt mal dahin und warte. Oh, wir fahren in die richtige Richtung. Mal gucken. Ein Abenteuer also wir heute. Ich zieh das durch Richtung mit dem Motorschaden. City Prim. Ja, ist richtig. In GTA Online könnte ich dir jetzt einen Raketenwerfer hochschießen, aber das... Ja. So als Signal. Das wollte ich auch mal machen. GTA Online in der Chaos-Konvoi. Das wäre sogar richtig Chaos geworden. Ja, das hatten wir doch schon halbwegs. Dann hast du mich in die Luft gejagt. Das habe ich nicht vergessen. Was? Du fehlst noch. Ich weiß, ich gebe ja schon Gas. Ich sehe schon das Autobahnkreuz. Okay, ja. Ich wollte sagen, können wir nochmal noch schnell ins Casino gehen. Dass die Affenköpfe immer ständig hupen müssen. Ja. Was passiert denn da drüben? Wo? Der Rückwärtsfahrer. Ein YouTuber. Was? Ein YouTuber ist da. Ah ja, schön. Ja, fährt rückwärts, dann zeigen wir Hänge. Gleich an. Auch schon ich sehe euch, ich sehe auf der Map. Wir haben ja hier Beweismaterial. Ich hoffe, ich nehme auf. Also stehen die da vorne oder hängen die nur bei mir in der Außenansicht? Geht ja eh schon wieder lustig los, ey. Fast der ganze Folge weg und wir sind noch nicht mehr aus der Stadt rausgekommen, richtig. Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen, das ist eine große Stadt, ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? So. Jetzt fangen wir mal an. Das ist der Chaos-Konvoi, keine Chance. Der Rocktox erzählt jetzt mal, was er vom American Truck. Jetzt fährt er vorbei, oder was? Nee, er ist nicht vorbei, wenn wir da meine Position. Aber du könntest es nicht dann machen. Bitte. Oh, ich hab auch gerade die Strafe bekommen. Also, der Rocktox überholt jetzt und erzählt uns jetzt, wie der American Truck Simulator ist. So, ich soll es jetzt erzählen. Ja. Also meine Meinung dazu ist, es ist eigentlich mehr Revolution statt Evolution. Also es hat sich sehr viel geändert, aber vom Grundprinzip, vom Spiel her selber, ist es eigentlich ja wie der ETS-2, nur halt andere Map. Und er ist erheblich schwieriger geworden, was man an den Strafen sieht. Aber zahlt er jetzt für schnell von gleich mal 1500, also... Mein erstes Profil durfte ich gleich wieder in die Tonne kloppen, weil ja, ich habe kein Geld mehr. In den ganzen Strafen und Unfällen. Echt? Und kommt ihr mit? Ich dachte, ich schlag mich so schlecht, aber anscheinend bin ich ja noch gut dabei, ey. Also ich habe einen Kommentar geschrieben, bist du schlecht, der Harald hat 7 Folgen ohne Unfall. Ist das so, ich habe glaube ich nicht mal eine Sekunde ohne Unfall überlebt. So, ich fahr jetzt wieder auf den normalen Streifen. Ja, ich habe auch gerade schon wieder gesehen, dass das laggt. Also ich halte jetzt mal ein bisschen Abstand. Yay.
Nee, aber vom Feeling her, also wenn man dann über die Landstraßen brettert, die da ewig dahin fährt, und dann in meinem ersten Stream halt dann auch ein bisschen Countrys und Country-Radiosender angemacht, das war schon ein cooles Feeling. Also so ein bisschen das Convoy-Feeling kommt da schon rein. Du meinst den Film oder was? Ja, ich meine den Film. Ja, musst du dazu sagen, weil natürlich kommt bei einem Convoy-Feeling auf. Nein, nein, ich meinte schon natürlich das, den Film. Müssen wir auch mal schauen. Ich glaube, ich baue da vielleicht sogar irgendwie das Lied ein. Das müsste eigentlich GEMA-frei sein, was ich weiß. Ja, und es ist natürlich typisch, dass jetzt Nacht ist, ne? Das war klar. Ja, das... Er fährt zu schnell. Also mir leckt es in den Augen. Naja, ich sag mal... Wir haben hier eine 80er. Ich halte lieber 500 Meter Abstand, weil... Kenn ich doch. Ich fahre jetzt 50, damit die halt nachkommt. Ja, ich fahre 55. Ich fahre 58. Ich fahre sogar 60. Ja, ich sehe es halt manchmal, wie irgendwie Rock Talks mit seinem fetten Arsch so ein bisschen nach hinten ausschlägt. Halt auch mal vollbremsen, wenn du willst. Wow! wer ist der Letzte wieder. Jetzt? Wir hatten jetzt die ehrenvolle Aufgabe, uns zu überholen. Das wird sehr lustig. Das bin ich. Ach ja, du meine Güte. Oh Gott. Oh nee, die Trinity. Das gibt Crashs. Ja, der Typ hier weiß nicht was. Ja. Ja. Dann sollten wir jetzt aber vielleicht erst kommt ihn, dann kommt lang gar nichts und dann kommst du. So, ich soll es überholen, okay. Ja, also ich würde mal sagen, wir müssen natürlich ein bisschen langsamer machen dann, oder? Sonst wird es schwierig. Ja. Ah, Trinity schafft das schon. Die schafft das. Frauenpower. Ich fahre langsamer, Achtung. Ich bin mal am Beschleunigen. So langsam, aber sicher. Ich fahre mal ein bisschen schon Richtung Strandstreifen. Ich bin ja übrigens komplett wahnsinnig. Ich spiele hier wirklich nicht mit einem Multiplayer-Profil, sondern ich komme nur nicht irgendwie aufs Tempo. Ja, ich auch. So mit unter knapp 50 mph. Ich musste extra in-game musste ich noch mal meine Mods, meine gemoddeten. Banzai! Ich musste extra meine LKWs noch mal verkaufen, damit ich in den Multiplayer reinkomme. LKWs voraus. Oh oh. Ja. Achtung! Ich komme hier angeschossen. Achtung! Bremsung! Ach so, wir haben ja gar keinen Gegenverkehr. Ich war gerade Außenperspektive, weil ich Aufnahmen mache, eventuell für ein Intro. Ja, dann bauen Unfall, das ist dann cool. Kann ich einschalten? Ja. Passiert oft genug. Ah ne, Rock Talk ist der Erste. Ja, ich muss ja sagen, ja, das Intro vom Spieler ist ja natürlich... Was machst du da? Spannende. Ah! Oh mein Gott. Wir machen das jetzt so, ja? Immer nur der Vorderste hat das Wort und ich habe sowieso immer das Wort. So. Weil sonst geht es total durcheinander hier. Jetzt hat Trinity das Wort. Erste. Ja. Ja. Was wollt ihr denn wissen? Wie weit hast du denn jetzt gespielt schon? Ich habe alle Städte erkundet, habe den ein oder anderes Achievement freigeschaltet, habe eine Niederlassung, einen Fahrer und einen eigenen Truck. Voll die Streberin, ey. Tja. Ja, ich krebs ja noch mit meinem, ich muss ja meinen Kredit noch abbezahlen. Das muss ich auch noch machen. Und ich habe die letzte Kohle hier in meinen neuen Truck reingesteckt. Ich bin gerade mit $3,453 reich. Achso, du hast den Truck jetzt erst gekauft? Ja. Also heute Mittag. Ja, ja, okay, alles klar. Aber schon den Mitarbeiter, ey. Das hat bei mir nicht geklappt. Ja, da habe ich nicht genug Kohle gehabt, ey. Scheiße. Oh, oh, vor uns Unfall. Oh. Mega-Unfall. Oh, oh, oh. Da ist aber auch eine Menge was los hier. Dann geht's wieder rund. Ich habe jetzt heute mit der Post, gestern mit der Post bekommen, dieses Track-Teil. Bin ja schon gespannt, wie das ist. Was ist da los jetzt hier? Warum fahrt ihr da auf dem Standstreifen? Weil es da vorne Unfall war. Und ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht noch einen Kratzer reinkriegen. In meinen niegelnagelneuen Truck. Oh! Alter! Oh oh! Alter! Nochmal! Und nochmal! Vorsicht! Ja, ist oh, oh, oh. Oh, die Holländer! Was kommt davon? Hat's denn rausgehauen? Ja, immer diese Er blieb am Zaun hängen, aber ich könnte jetzt was sagen, aber ich mach's lieber nicht, das wäre rassistisch den Holländern gegenüber. Ah komm, Holländer darf man beschimpfen. Holländer!